Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antrieb ist unser Thema. Heute wollen wir sprechen über den statischen Arbeitspunkt. Das heißt, normalerweise soll so eine Antriebsmaschine dann über einen längeren Zeitpunkt stabil bleiben, nicht dauernd beschleunigen und bremsen wie blöd, ja, sondern wir sollen normalerweise auf irgendeine gewisse Drehzahl hinfahren und dort für eine längere Zeit stabil bleiben. Das ist der sogenannte statische Arbeitspunkt. Dazu werden wir uns einmal die Momentengleichung anschauen. Ja. Also es gibt natürlich ein Beschleunigungsmoment, MB, ja. Und das setzt sich zusammen, das ist das Antriebsmoment oder das Motormoment, MM, minus dem Lastmoment, also minus dem Moment, das die Last aufbringt. Ja. Das ist das, was der Motor liefert, das ist das, was die Last braucht und das geht in die Beschleunigung. Und die Beschleunigung, das ist ja nichts anderes eigentlich wie, wo ist der Stift? Da ist der Stift, den ich will. Wie J, das drehe ich jetzt im Moment, mal d Omega noch dt. Beschleunigung. Änderung der Winkelgeschwindigkeit, ja. Massendrehungsmoment, das ist Beschleunigungsmoment. Ja. Also schreibe das nochmal drunter. Das ist Beschleunigungsmoment hier, Beschleunigungsmoment. Das da ist das Motormoment. Und das ist das Lastmoment. Und das darüber ist das Trägheitsmoment. Moment immer. Und das ist die Beschleunigung. Wenn die Beschleunigung 0 sein soll, wenn die Beschleunigung 0 sein soll, das heißt d Omega nach dt ist 0, d Omega nach dt, Beschleunigung ist gleich 0. Daraus folgt das Momentengleichgewicht, MM, das Antriebsmoment, das Motormoment, ist gleich dem Lastmoment. Ja, ist eh logisch. Ne? Jetzt tue ich so lange mal drum und dann sage ich so etwas Logisches, dass das Motormoment und das Lastmoment gleich sein müssen, dass nichts schneller oder langsamer wird. Super. Ja. Aber das ist eine Bedingung für den statischen Arbeitspunkt. Damit erreichen wir praktisch jeden statischen Arbeitspunkt mit dieser Bedingung. Jetzt ist es aber normalerweise so, dass das Motormoment und das Lastmoment sind drehzahlabhängig. Okay? Das heißt, das ist bei jeder Antriebsmaschine so, das ist üblicherweise bei jeder Last so, dass das drehzahlabhängige Größen sind. Also das und das, die sind beide drehzahlabhängig. Also es gibt eine Drehzahl-Momenten-Kennlinie, ja, und ja, schauen wir uns die einmal an, was das bedeutet. Ja. So, wenn wir da hier zum Beispiel, da haben wir das Moment M und da haben wir die Drehzahl N. Die Lastmomente steigen üblicherweise mit der Drehzahl. Also je schneller was ich was haben will, desto mehr muss ich einstecken normalerweise. Da gibt es einen Lastmoment. Das schaut jetzt so aus. Das ist das ML. Und da gibt es einen Motormoment und das sinkt normalerweise mit der Drehzahl. Ja, und das schaut dann irgendwie so aus. Zack. Das ist das Motormoment MM. Und da hier haben wir unseren statischen Arbeitspunkt erreicht. Okay. Das ist der statische Arbeitspunkt. Es gibt dann natürlich noch einen statischen Arbeitspunkt, der kann so ausschauen. Zeichnen wir ein zweites auf. N,
M. Ich zeichne so eine ähnliche Last-Kennlinie nochmal auf. ML. Okay. Und jetzt nehme ich einen anderen Motor und der andere Motor schaut halt in dem Bereich so aus, dass der sagt, okay, das ist die Motorkennlinie. Ja. MM. Auch hier haben wir da ganz offensichtlich einen statischen Arbeitspunkt. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Arbeitspunkten? Ja, den gibt es. Überlegen wir uns nämlich, was passiert bei einer kleinen Störung. Okay? Was passiert also bei einer kleinen Störung, wenn wir hier zum Beispiel einen Schlag drauf bringen auf das Lastmoment und plötzlich ist das Lastmoment kurz höher. Ja? Bringen wir einen Schlag drauf, back. Ja? Dann sind wir da. Das Lastmoment ist höher, das Motormoment ist geringer und wir werden uns wieder diesem Punkt annähern. Okay? Also, sobald das Lastmoment mehr wird, ist das Motormoment geringer, wieder Zahnsnehmer, ja? Das wird mehr, das wird geringer, das Beschleunigungsmoment, das Beschleunigungsmoment wird negativ, wir werden langsamer werden und wir werden uns wieder auf diesen Punkt einpendeln. Das heißt, mit einem kurzen Schlag, ja, einfach mit der hypothetischen Überlegung, dass da ein kurzes Stoßmoment drauf ist, haben wir das. Okay? Stabil, das ist stabil. Was passiert da? Jetzt bringe ich einen kurzen Schlag drauf, einen kurzen Dreh zu einem Puls, Bug. Ja? Jetzt fahre ich dann mit dem Lastmoment um. Ja? Und dann auf einmal, wuff, das Motormoment wird noch viel mehr. Und wenn jetzt das Motormoment noch viel mehr wird, ja? Weil das Motormoment noch viel mehr, weil das Lastmoment ist auch gestiegen, aber halt weniger, wird der Beschleunigungsmoment auf einmal auftreten. Und auf einmal wird man das davor rauschen. Wow, wird durchgehen wird es. Und in die andere Richtung wird stehen bleiben, ja? Wird abgewürgt. Ja? Da wird es durchgehen, da wird es abgewürgt. Das ist auf alle Fälle instabil. Ja? Das will ich nicht. Natürlich, das will ich nicht. Deswegen zweite Bedingung. Ja. Die zweite Bedingung lautet, dass sich die Änderung des Motormoments über die Drehzahl und die Änderung des Lastmoments über die Drehzahl. Ja. Was muss größer sein? Das Lastmoment muss sich mehr ändern. Ja. Da brauchen wir auch größer dazwischen. Blödsinn. So, natürlich. Das Lastmoment muss sich mehr ändern und jetzt sage ich so ein Blödsinn. Jetzt mache ich es einfach fett, zack, zack, ist nie anders da gestanden. Ja. Also, das ist praktisch die Gleichung. Ja, die zwei Bedingungen müssen erfüllt sein. Ja, das Lastmoment muss sich mehr ändern wie das Motormoment. Normalerweise ist das Motormoment eh negativ, die Änderung, aber ja. Dass es einen statischen Arbeitspunkt gibt. Ja. Das ist mal zum statischen Arbeitspunkt. Ein Video hätten wir noch zum Thema Antriebe, und zwar die meisten Antriebe, die wir so verwenden werden, sind Frequenzumrichterantriebe, weil es einfach entsprechende Vorteile bieten und so weiter. Das werden wir uns das nächste Mal eine Besonderheit anschauen, wie das ausschaut mit Frequenzumrichtern. Wieder ein relativ kurzes Video, ein schöner Abschluss für das Kapitel Antriebe. Nächstes Mal Besonderheiten bei Frequenzumrichterantrieben. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.